Moin moin liebe Messerfreunde, der Stony hier. Unboxing, Unboxing, Unboxing. Was sehen wir dort? Ein Paket bis 2 Kilo, DHL, bla bla. Adressen habe ich geschwärzt. Ja, der liebe Matthias Dittgen hat zu einem Passaround aufgerufen. Und zu welchem Messer, verrate ich noch nicht, das seht ihr nämlich gleich. Ich werde es öffnen, das hat etwas mit dem Paket zu tun, mit dem Messer hier. Das kennen vielleicht manche von euch. Na, das Manly Comrade oder Comrade oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Schönes Messer, 42A konform. Ja, man kennt es. So, ich werde mal gucken, dass ich das Paket damit aufkriege. Hat er zumindest schon mal sehr gut zugeklebt. Ja, andere Seite auch. Na. Hier ist mir gleich noch eine Fingerschnippel hier. Weil das Manly ist ja schweinescharf, wie man weiß. So. Das packen wir mal hoch zur Seite. So. Und was haben wir denn da alles drin? Ja, wie ihr seht. Es geht um scharfes Zeug. Und Eridonus. Weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht. Coole Sache. Da werde ich mir mal was von nehmen. Aber ich lasse für die Nachfolgende natürlich was übrig. Okay. So, hier. Es geht um das Manly. Habe ich hier ja schon. Okay, habt ihr gesehen. Tschüss. Nein. Es ist ein anderes Manly. Es ist das feststehende Manly. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das eigentlich auch Comrade? Das ist verbindlich. Nee, das heißt glaube ich anders. Wie heißt denn das? G10 Toxic Green Patriot. Genau. Das Patriot. Patriot. Der Wind ist aber wieder richtig. Da seht ihr es, da stehen auch gleich die Daten drauf. Jetzt habe ich mein Schätzeisen mitgebracht. Brauche ich gar nicht, hier steht alles drauf. Ja, könnt ihr alles lesen. Ja. Okay. Wieder zurück in die Schachtel, mehr ist da nicht drin. Ja, da freue ich mich ja schon drauf. Oh ja. Oh, das gefällt mir ja jetzt schon. Ich kann gleich mein Testfazit meinen. Natürlich nicht. So, nochmal eben zum Vergleich. Ja, von der Größe fast identisch. Die Klinge ist etwas länger vom Patriot. Und der Griff, ja, ist fast gleich. Dicke, ja, fasst sich auch ziemlich identisch an. Also, wow, das lädt ja wirklich zum Schnitzen ein und vor allen Dingen zum Schnibbeln in der Küche. Oh ja, und rattenscharf, wie man es gewohnt ist von Manly. Wahnsinn. Ja, schöne Kydex. Gucken, ob die auch an einen Techlock passt. Werde ich mal ausprobieren, werde ich dann berichten. Also das gefällt mir. Das Grün ist vielleicht nicht ganz so mein Ding. Da würde ich eher schwarz oder blau nehmen. Aber ansonsten, wow. Ja, vielen Dank für das schöne Geschenk, Matthias. Freut mich. Ist natürlich kein Geschenk, muss ich weiterschicken. Wir haben ja noch mehr, die das testen möchten. Alles Weitere steht da auf dem Zettel, habe ich schon gesehen. Und ja, ein Testfazit gibt es denn von mir in ein paar Tagen. Ich werde das jetzt erstmal ausgiebig testen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sage ich euch, wie das so taugt. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao, euer Stony.